Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Hildmann Spitzel in Justiz enttarnt. Charité warnt vor Überlastung. Und 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 1. November. Die Berliner Justiz hat im Fall Attila Hildmann einen Maulwurf in den eigenen Reihen enttarnt. Mehrmals sollen an dem rechtsextremen Verschwörungsideologen Internas der Staatsanwaltschaft weitergegeben worden sein. Laut ARD-Recherchen handelt es sich um eine 32-jährige ehemalige IT-Mitarbeiterin, die der Querdenken-Szene nahesteht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fordert, dass die Bundesländer ihre Impfzentren wieder öffnen. Die Zentren, die seit Ende September auf Standby stehen, sollten sich demnach startbereit für Boosterimpfungen machen. Laut Spahn zeige Israel, dass die vierte Corona-Welle mit Auffrischungsimpfungen gebrochen werden könne. Der Hauptstadtflughafen BER benötigt zügig eine Finanzspritze von über 2 Milliarden Euro, um eine Insolvenz abzuwenden. Das teilte die neue Flughafenchefin Aletta von Massenbach zum Jubiläum der einjährigen Eröffnung des BER am Sonntag mit. Der Flughafen leidet demnach weiter massiv unter dem Corona-Einbruch im Flugverkehr. Die Gewerkschaft Verdi hat sich mit Vivantes im Tarifstreit der Klinik-Tochterunternehmen geeinigt. Wie beide Parteien mitteilen, soll das Gehalt der rund 2000 Angestellten bis 2025 schrittweise steigen. 2022 kommt zudem ein neuer Tarifvertrag. Zuvor gab es an den landeseigenen Kliniken monatelang immer wieder Streiks. Die Charité warnt vor einer Überlastung der Intensivstationen. Laut dem Vorstand für Krankenversorgung Martin Kreis sei die Zahl der Corona-Patienten in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. 90% seien davon ungeimpft. Laut Kreis müsse man mit massiven Einschränkungen rechnen, wenn die Impfquote nun nicht deutlich gesteigert werde. Der Kältebus der Berliner Obdachlosenhilfe ist ab dieser Montagnacht wieder im Einsatz. Ehrenamtliche und Fachkräfte sind mit Bussen nachts unterwegs, um Obdachlose vor der Kälte zu schützen. Dabei verteilen sie warme Kleidung, Schlafsäcke und Tee, bringen Betroffene aber auch in Notunterkünfte. Der Bus ist bis Ende März im Einsatz. Am Samstag, den 30. Oktober, jährte sich zum 60. Mal die Unterzeichnung des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik und der Türkei. Durch das Abkommen kamen bis 1973 gut 850.000 türkische Arbeitnehmer nach Deutschland. Anders als zunächst geplant, kehrten viele nicht in die Türkei zurück, sondern siedelten sich dauerhaft an. In diesen 60 Jahren haben wir eine ganz andere Dimension in unseren Beziehungen bekommen mit Deutschland. Eben diese menschliche Beziehung. Das ist eine starke Bindung. Also, ich möchte es jetzt sagen, wir hatten verschiedene Dimensionen der Beziehung, verschiedene Teile der Beziehung. Das war zwischen zwei Staaten. Aber durch diese menschliche Bindung ist es was ganz anderes geworden. Die beiden Berliner Fußball-Erstligisten Hertha BSC und Union Berlin treffen im Achtelfinale des DFB-Pokal aufeinander. Hertha-Cheftrainer Pal Dardai sprach im Zusammenhang mit der Auslosung am Sonntagabend von einem Traumlos und einem Feiertag für Berlin. Das Spiel findet im Januar im Olympiastadion statt. Die Gesundheitsverwaltung meldet für Montag 81 Corona-Neuinfektionen in Berlin. Die Corona-Ampel der 7-Tages-Inzidenz steht weiter auf Rot. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 140,2 Berliner neu mit dem Virus infiziert. Die Krankenhausintensivbetten sind zu 11,7% mit Covid-Patienten belegt. Und damit zu den Wetteraussichten. In der Nacht zum Dienstag überwiegt dichte Bewölkung. Bei 8 Grad bleibt es trocken. Auch am Dienstag ist bei milden 11 Grad ganztägig mit einer dichten Wolkendecke zu rechnen. Im weiteren Wochenverlauf bleibt es zunächst grau. Mittwoch kann sich die Sonne ab und zu gegen die Wolken durchsetzen, Donnerstag ist dann mit Regen zu rechnen. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.